Jetzt steckst du die fertig genähten Ärmel ans Vorderteil und ans Rückenteil. Zuerst ans Vorderteil. Das Vorderteil erkennst du, wenn du es schon zugeschnitten hast, daran, dass es asymmetrisch ist. Diese Seite ist etwas kürzer, weil da nachher der Jersey-Streifen oder Bündchenstreifen rankommt. Du nimmst dir also den Ärmel, der hier tiefer ist, der kommt an das Vorderteil an der linken Seite. Und an diesen Ärmel kommt dann das Rückenteil. Auch wieder rechts auf rechts. Da passt dann eh nur die eine Seite. Und an das Rückenteil kommt dann jetzt der verbleibende Ärmel, diesmal mit der hohen Seite. Die hohen Seiten zeigen bei einem Raglan-Schnitt immer, nicht zeigen, sie werden immer an das Rückenteil genäht und die etwas niedrigeren Seiten vom Ärmel kommen immer an das Vorderteil. So, diese beiden Nähte oder diese eine Naht später, die bleibt zunächst erstmal offen. Das wird nachher mit dem Jersey- oder Bündchenstreifen eingefasst. Also jetzt gehe ich an die Nähmaschine und nähe diese drei Nähte erstmal. Als nächstes schließt du die beiden hinteren Seiten von deiner Kapuze oder wenn du mit Innenkapuze nähst, von beiden Kapuzen.
haben wir noch den Einfassstreifen. Dazu geht Jersey mit Elastan oder aber auch Bündchen. Am besten nicht zu dick. Ich nehme den Streifen für alle Größen 4,5 cm breit. Das ergibt bei einer Nahtzugabe von 0,75. So viel hat in etwa die Overlock. Eine fertige Streifenbreite von 1,5 cm. Also wie auch immer ihr den Streifen zuschneidet, der Streifen muss fertig, wenn er also angenäht ist, 1,5 cm breit sein, damit es schnitttechnisch passt. Also ich falte den Streifen auf die Hälfte und beginne den von dieser Seite, also vom Ärmel aus, anzustecken. Beziehungsweise ich stecke ihn jetzt nicht ringsrum an, sondern ich werde jetzt gleich damit zur Nähmaschine gehen und das Ganze während des Nähens machen. Ne? Das ist nur mal, dass ihr seht, wie man das macht. So. Ich nehme das mal mit.